Hallo und herzlich willkommen in unserem eGroupware-Webinar. Meine erste Frage ist, können Sie uns alle hören? Vielleicht können Sie uns in den Chat reinschreiben, ob Sie uns hören oder ob es Probleme mit dem Ton gibt. Ah, ich sehe schon, jemand schreibt, Herr Alkrim, in Ordnung. Ich sehe noch ein paar weitere Teilnehmer. Der Herr Neubürger ist da. Der Herr Wittemeyer. Herr Rettenmeier. Frau Stetter und Herr Werner. Okay, super. Ja, also es scheint zu funktionieren mit dem Ton. Ganz kurz, mein Name ist Eva Wertheimer. Sie kennen mich von den Tutorials oder vielleicht von unseren anderen Webinaren. Und ich bin hier mit Birgit Becker, unserer Geschäftsführerin der iGroupware GmbH, und Hadi Natek, unserem Softwareentwickler. Hallo Hadi, hallo Birgit. Hallo Eva, hallo liebe Interessierte von unserem heutigen Webinarthema. Hallo Eva. Hi, da kommen wir vielleicht kurz zum Thema Sprache. Von den Teilnehmern, die ich bis jetzt gesehen habe, sieht so aus, als wären das alles deutschsprachige Teilnehmer. Sollte es Probleme geben, wenn wir mal umschwenken auf Englisch mit dem Herrn Natek, dann melden Sie sich einfach und wenn es Rückfragen gibt, können Sie die gerne in den Chat schreiben. Und dann können wir auch noch mal detaillierter übersetzen. Ja, unser Thema ist S/MIME in iGroupware 17.1. Ja, Birgit könnte uns vielleicht gerade die Themen kurz vorstellen, die einzelnen Punkte. Ja, also wir wollen uns heute mit dem Thema S/MIME, das ist ja ein Verschlüsselungsmechanismus für E-Mails beschäftigen und ein bisschen schauen, wo sind denn Unterschiede zwischen PGP und S/MIME, aber wirklich nur ganz kurz. Wie funktioniert das Ganze mit der Verschlüsselung? Wie importiere ich meinen eigenen Schlüssel? Wie kann ich Schlüssel mit anderen austauschen? Und natürlich auch, wie schreibe ich denn eine signierte Mail oder eine verschlüsselte E-Mail? Und an der Stelle, wie können Sie uns helfen, die ganzen Funktionalitäten von dem S/MIME jetzt auch einfach weiter zu testen? Wie kann man an der Testphase teilnehmen? Und wenn Sie sonst noch Fragen haben an uns, freuen wir uns auch, die gerne in dem Webinar zu beantworten. Wir haben eine erste Frage von Herrn Lichtenberger, ob man das Webinar hinterher als Video runterladen kann. Wir sind jetzt dabei, das aufzuzeichnen und wenn alles funktioniert, sollte es zumindest, dann klappt das und dann verschicken wir hinterher den Link. Es haben schon ein paar mehr Leute auch vorher gefragt. Das sollte also so funktionieren. Ja, im Endeffekt würden wir es auch einfach bei den Tutorials bzw. Webinaren auf der Webseite dann wieder veröffentlichen. Genau. Ja, dann komme ich mal zur ersten Folie. Das sind ganz kurz die Unterschiede zwischen PGP und S/MIME als Verschlüsselungsverfahren. Ja, also im Grunde genommen ist es so, S/MIME ist etwas, das serverseitig verschlüsselt. Und es gibt für S/MIME offizielle Zertifizierungsstellen und die Schlüssel werden auf dem Server gespeichert. Das heißt, an der Stelle habe ich Vertrauen zu der Zertifizierungsstelle und Vertrauen zu meinem Admin, dass er nicht Schmu mit den ganzen Sachen treibt. PGP dagegen war etwas, das browserbasierend funktioniert. Dafür haben Sie dann auch ein extra Plugin im Browser gebraucht. Und ich vertraue mir quasi selber, denn ich speichere die Keys alle lokal. Also die Schlüssel sind auf meinem Laptop oder auf meinem Computer gespeichert, während bei dem S/MIME die Schlüssel auf dem Server liegen, was natürlich auf der anderen Seite wieder Vorteile hat, denn es spielt jetzt keine Rolle, von wo ich mich in die eGroupware einlogge. Sobald ich meinen Schlüssel hochgeladen habe, kann ich auch im Internetcafé um die Ecke sitzen oder mich beim Kollegen anmelden. Der braucht nicht meinen Schlüssel bei sich, meinen privaten Schlüssel bei sich drauf zu haben, sondern der ganze Schlüssel liegt auf dem Server und an der Stelle kann ich mich also einfach anmelden mit meinem Benutzer und kann auf die volle Funktionalität von dem Verschlüsseln zurückgreifen. Wie das Ganze implementiert ist, was wir dafür getan haben und wo vielleicht Unterschiede sind, möchte ich auch einfach nochmal an den Hadi weitergeben, der uns einfach technisch gesehen nochmal zwei, drei Details entsprechend liefern kann.
Wenn es hier Rückfragen gibt wegen der Sprache, können Sie gerne in den Chat reinschreiben. Yeah, so the SMOM basically works everything on a web server side. That means that you need to upload your certificate first, including your private key and public key, through the mail profile that you have in eGroover, and then automatically eGroover locates everything in a places, which means that put the public key of your certificate in address book, your address contact, and then put your certificate, which is a private key, on your mail profile and store it there. So means that you have all the time access to private key and public key of yours. And for the other users, if you want to send a signed or encrypted message, you have all the public keys available in address book through your contacts. Ja, war das soweit verständlich oder gibt es Fragen dazu? Scheint zu passen. Dann würde ich zu den Details wieder an Birgit zurückgeben. Die erste Frage wäre eigentlich, wie importiere ich meinen eigenen SMIME-Schlüssel? Herr Lichtenberger schreibt, etwas schwer verständlich, akustisch. Bezieht sich auf den Hardy seine Erklärung eben. Herr Werner schreibt, ja, war verständlich. Ja, ich kann es ja noch mal ein Stück weit, bevor wir es live zeigen, wie es mit dem Schlüssel importieren, einfach zusammenfassen, was Hardy gesagt hat. Im Prinzip ist es so, dass Sie den Schlüssel, den Sie sich von einer offiziellen Zertifizierungsstelle haben erstellen lassen oder auch selbst erstellt haben, in die eGroupware importieren. Dabei ist es so, es gibt in dem Schlüssel einen privaten und einen öffentlichen Teil. Und der öffentliche Teil von Ihrem Schlüssel wird entsprechend in das Adressbuch importiert und der private Teil des Schlüssels wird in Ihr E-Mail-Profil importiert und in der Datenbank gespeichert. An der Stelle hat man damit dann einfach beide Teile zur Verfügung, um auch mit anderen auszutauschen und die Schlüssel von allen Seiten zu nutzen. War es akustisch jetzt besser eben? Haben Sie es eben besser verstanden? Herr Lichtenberger schreibt. Okay, also scheint jetzt besser gewesen zu sein. Gut, Lohn 24, ich weiß jetzt nicht, vielleicht liegt es dann an der Verbindung bei Ihnen. Wir versuchen es auf jeden Fall jetzt dann hauptsächlich aufs Deutsche zu reduzieren. Das war jetzt eigentlich auch nur der eine Punkt, den wir so ausgeführt haben. Gut, dann kommen wir auf die nächste, auf die eigentliche Frage zurück. Wie importiere ich meinen eigenen SMIME-Schlüssel? Birgit. Ich kann dazu auch direkt zum Desktop umschalten. Ja. Jetzt sehen Sie Ihren Monitor. Genau. Also im Prinzip ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich bearbeite mein E-Mail-Konto, sprich Kontextmenü, Klick rechts, Konto bearbeiten. Dann gibt es dort jetzt in der 17.1 einen neuen Tab, Encryption bzw. Verschlüsselung. Sehen Sie uns nach, es ist noch nicht alles übersetzt, aber das sind auch Dinge, die Sie uns gerne dann in der Testphase einfach nochmal rückmelden kommen, wo können, wo fehlen noch Übersetzungen, wie kann ich an der Stelle einfach mit beitragen, auch die entsprechenden Übersetzungen in die eGroupware reinzubringen. Dann wähle ich meinen Schlüssel aus, den habe ich in meinen Downloads drin, wähle ihn aus und importiere ihn rein. Ich möchte Ihnen jetzt einfach ganz kurz den zweiten Weg zeigen, bevor wir es reinladen. Nämlich, falls Sie schon irgendeine verschlüsselte Mail in der eGroupware drin haben oder eine signierte, dann bietet mir die eGroupware an, den Schlüssel zu importieren, beziehungsweise an der Stelle, wenn das eine Mail war, die an mich gegangen ist,
dann bietet es mir oder öffnet es mir automatisch den Dialog, den ich eben auch schon mit dem Konto bearbeiten geöffnet habe. Und ich kann hier entsprechend meinen Schlüssel wieder hochladen. Ich muss dann das Passwort eingeben, sprich zu diesem Schlüssel, den Sie bekommen haben, gibt es immer ein Passwort. Und sobald ich das entsprechend übernommen habe, kann ich jetzt an der Stelle auch entsprechend, anstatt dass der Dialog hochkommt, was mir anbietet, den Key zu importieren, bekomme ich hier die Möglichkeit, jetzt den Schlüssel meines Gegenübers, den öffentlichen Schlüssel meines Gegenübers ins Adressbuch zu importieren. Ich mache das jetzt aber noch nicht. Ich möchte Ihnen einfach kurz zeigen, wie sieht es denn jetzt an der Stelle aus? Das heißt, ich gehe nochmal ins Konto bearbeiten, gehe dort in den Tab mit der Verschlüsselung und jetzt sehen wir hier, dass es als Zeichen dessen, dass es hier auch schon einen Schlüssel gibt, habe ich jetzt etwas, mit dem ich diesen Schlüssel auch wieder exportieren kann. Davor war dieser Schlüssel noch nicht da, weil auf dem Server dieses Zertifikat nicht vorgelegen hat. Und auf der anderen Seite, wenn ich in das Adressbuch von der E-Groupware gehe und dort nach meinem Benutzer suche, das war die Nicole Oster, mit der ich hier angemeldet bin, dann wurde bei dem Import von dem Zertifikat in den Details der öffentliche Teil des Schlüssels abgelegt. Die Zertifikate beginnen immer mit Beginn und End Certificate. An der Stelle gibt es auch keine Übersetzung, also das ist jetzt nichts, was fehlt oder übersetzt werden müsste, sondern so haben die Zertifikate einfach auszusehen als Erkennung, ob das ein S/MIME-Schlüssel ist. Wenn ich jetzt wieder auf die Mail zurückgehe, dann kann ich mir jetzt einfach auch mal anschauen, wie sehen denn so andere Mails aus, die an der Stelle einfach ein Zertifikat oder eine Signierung zugeschickt bekommen haben. An der Stelle sieht man jetzt hier zum Beispiel einfach eine E-Mail, die ist, ich sage jetzt mal, mit so einem etwas dunkleren Grün markiert. Dieses dunklere Grün ist ein Zeichen dafür, wenn wir hier hinten drauf gehen, kann ich mir auch anzeigen lassen, inwiefern oder was für eine Art von Zertifikat das ist. Damit wären wir im Prinzip bei unserer zweiten Fragestellung, nämlich welche Zertifikate oder welche Typen von Zertifikaten gibt es bei S/MIME. Es gibt auf der einen Seite offizielle Zertifizierungsstellen. Dort können Sie anfragen und sagen, ich brauche für meine Domain, brauche ich entsprechend so und so viele Zertifikate für die und die E-Mail-Adressen. Dann erstellt Ihnen die Zertifizierungsstelle gegen Geld entsprechend ein Zertifikat, prüft dabei, dass die Firma auch wirklich die Firma ist und verifiziert durch das Senden der Zugangsdaten, dass die E-Mail-Adresse auch wirklich zu Ihnen gehört. Das ist die eine Möglichkeit. Und wenn man dann hier auf die Details von dem Zertifikat geht, dann sieht man, was ist in diesem Zertifikat hinterlegt, nämlich wo sitzt die Organisation, wer ist der Name und wie ist die E-Mail-Adresse und unten drunter, wer ist der Ersteller von dem Zertifikat. Auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, mir selbst signierte Zertifikate zu erstellen. Die sind an der Stelle jetzt einfach durch ein helleres Grün
markiert. Auch hier zeige ich es Ihnen einfach mal, wie sieht es aus. Ich sehe also auch hier, von wem ist die signiert worden, wie ist die E-Mail-Adresse hinten dran. Und wenn ich auf die Details gehe, sehe ich auch wieder, dass das Ganze, die Details, die eingegeben wurden bei dem Erstellen von dem Schlüssel, aber ich habe an der Stelle jetzt keine öffentliche Zertifizierungsstelle, sondern es ist etwas, was halt selbst erstellt wurde. Im Prinzip heißt es nicht zwangsläufig, dass das sicherer oder unsicherer ist. Das bedeutet einfach nur, wenn Sie ein Gegenüber haben, dem Sie vertrauen, und auch der kann als Zertifizierungsstelle das Ganze nochmal weiter vertrauenswürdig machen, dann können Sie dem genauso trauen, wie es bei einem offiziellen Zertifikat ist, was von einer offiziellen Zertifizierungsstelle ausgeht. Hadi kann dazu nochmal ein bisschen mehr sagen. So that means if you have a self-signed certificate and would you like to have it 100% trusted, you can add that CRT file or your certificate, which is your signer, to your CA bundles in your operation system or wherever you are running eGrouper, then that would be 100% trusted. That means you can get the dark green with your self-signed certificate after. Wir hatten im Chat, habe ich eben auch noch gesehen, wie kann ich denn einen persönlichen Schlüssel bei Gruppenkonten verwalten? Im Endeffekt ist es so, dieses Zertifikat gilt immer für die E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ich eine E-Mail-Adresse erstelle und diese E-Mail-Adresse einrichte, dass sie für eine Gruppe in der eGrouper verfügbar ist, dieses E-Mail-Konto, dann wird es bei einem Kontakt als persönliche, als der öffentliche Teil gespeichert und der private Teil ist ja bei dem Gruppenkonto. Das heißt, jeder, der einen Zugriff auf dieses E-Mail-Konto hat, kann auch entsprechend dann mit diesem Zertifikat entsprechend Mails versenden. Ich hoffe, das war verständlich genug, Stefan, oder wenn nicht, schreibt noch mal in den Chat, ob ich an der Frage vorbeigehe. Okay, sagt er. Aber als Gruppe senden kann ja kein Einzelner, oder? Fragt Herr Lichtenberger. Nee, es ist weniger, dass es eine Gruppen-E-Mail-Adresse in dem Sinne ist, sondern es ist so, dass ich ein E-Mail-Profil in der eGrouper eingerichtet habe, was für eine Gruppe zur Verfügung steht, einfach weil dieses E-Mail-Profil allen in der Gruppe zugewiesen ist. Keine Gruppenadresse als Absender in dem Sinne. Das ist richtig. Ja, wir haben noch vorbereitet, im Prinzip, wenn jetzt jemand an dem Zertifikat oder an der E-Mail rumgepfuscht hätte, dann würde man das in der Form in der eGrouper sehen, dass sich das Ganze in einer roten Farbe darstellt. Naja, rein technisch gesehen, wir haben was hingekriegt. Es war eine entsprechend signierte E-Mail und wir haben hinterher am Inhalt ein bisschen was verändert, was dieser Verschlüsselungsmechanismus so in der Form nicht erlaubt. Also im Prinzip, wenn jetzt jemand die Mail abgefangen hätte, hätte irgendwas drin verändert und sie dann wieder zugesendet, dann würde an der Stelle einfach das Zertifikat nicht mehr passen und man würde das hier an der Farbe sehen. Auch da kann Hadi im Zweifelsfall noch mal ein paar Details dazu schreiben. Yeah, so just imagine that like you're sending an email or a signed email to another person and in between somewhere like sniffing your mail, I mean security wise, and then just trying to add something on your mail content and then just pass it through. And that means that mail has been tampered with. So in that case, if the signed message has been tampered, then we show it as a red, which is a warning for the recipient. Ansonsten ist es so von der eGrouper her, dass wir beim Versenden von Mails, das werden wir jetzt gleich dann auch sehen, an der Stelle überprüfen, gibt es einen validen Schlüssel dazu
und dann entsprechend auch sehen, ob die Sache funktioniert. An der Stelle sehen wir jetzt, wenn wir hier drauf gehen, dass hier damit rumgepfuscht wurde und die Verifizierung deswegen nicht klappt. Gibt es sonst noch Fragen? Es ist ein kleiner Typo drin, aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Es war ja nur im Subjekt der Mail. Ein Tutorial zum Erzeugen von selbstsignierten Schlüsseln wäre fein. Dr. Google befragen. Also wir sind noch ein bisschen am Überlegen, ob wir in die e-Groupware was einbauen, mit dem man selber auch Schlüssel erstellen kann. Sind uns aber noch nicht so ganz einig, weil ansonsten gibt es eigentlich auch keinen Mail-Client, der anbietet, selbst Schlüssel zu erstellen. Von daher sind wir einfach noch ein bisschen uneins, aber freuen uns gerne auch auf Feedback von Ihnen, ob Sie glauben, dass es was ist, was notwendig ist. Weil ein Stück weit ist unsere Erfahrung oder unsere Erwartung damit, dass S-MIME im Regelfall angewendet wird, entweder von Organisationen, die schon viel mit S-MIME machen, wie zum Beispiel Universitäten oder auch, ich sage jetzt mal, Organisationen, die mehr so technischen Bereich unterwegs sind und darüber verschlüsselte Mails austauschen, oder aber, dass es im Bereich von offiziellen Mails Austausch mit Behörden und Ähnlichem stattfindet. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Behörde an der Stelle überhaupt ein selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren würde. Das weiß ich einfach nicht. Keine Ahnung, ob von Ihnen jemand dabei ist, der das weiß. Das wäre vielleicht sowas, was man auch einfach nochmal schauen muss. Ansonsten, wie gesagt, gibt es für Privatpersonen auch offizielle Zertifizierungsstellen, wo man ein Zertifikat sich erstellen lassen kann, was mehr oder weniger kostenfrei ist. Für Organisationen wollen die halt einfach Geld sehen. Ja, ich denke, wir würden dann mal entsprechend zum nächsten Punkt geben, außer es kommen noch Fragen dazu. Ja, die nächste Frage wäre, wie kann ich Schlüssel für S-MIME mit anderen tauschen? Danach kommen wir eigentlich schon direkt dann zur Anwendertestphase, zum Ablauf. Ja, im Grunde genommen ist es wiederum ganz einfach. Ich bekomme eine E-Mail mit einem öffentlichen Schlüssel. Die e-Groupware prüft an der Stelle, gibt es schon einen öffentlichen Schlüssel? Wenn es noch keinen öffentlichen Schlüssel gibt, also der beigehangen wurde, also mein Gegenüber, mit dem ich eine Mail austausche, schickt mir seinen öffentlichen Schlüssel. Oder wenn ich eine verschlüsselte Mail mit jemand anders austauschen möchte, schicke ich ihm vorher meinen öffentlichen Schlüssel. Dann klicke ich einfach an der Stelle auf den Button, dass dies hinzugefügt werden soll, und damit fügt er das ins Adressbuch ein. Wenn es den Kontakt noch nicht gegeben hat, müsste ich ihn vorher einmal anlegen, sodass er im Adressbuch vorhanden ist, weil das Ganze basiert darauf, ich kann jetzt nicht irgendwas austauschen mit jemandem, den es in meinem Adressbuch nicht gibt. Weil dazu könnte ich den Schlüssel nicht ablegen, weil es muss ja auf der e-Groupware selber passieren. Das heißt, wenn ich jetzt in mein Adressbuch reingehe und mal einfach hier hoppla, den Hardy suche, dann gibt es jetzt beim Hardy entsprechend auch diesen öffentlichen Schlüssel, der da vorhanden ist. Und wenn ich auf diesem Wege mit meinem Gegenüber den Schlüssel ausgetauscht habe, was man auch daran sieht, dass hier in dieser E-Mail jetzt ein anderes Symbol ist, ab dem Moment kann ich dann auch eine verschlüsselte Mail von dem Gegenüber entsprechend entschlüsseln. Das heißt, das hier war jetzt verschlüsselt, einfach weil hier dieses zusätzliche Schloss ist. Und wenn ich so eine Mail jetzt bekomme, dann bietet er mir das an, das zu entschlüsseln. Im Regelfall fragt er mich an der Stelle einfach auch nach meinem Passwort nochmal. Aber man kann für eine gewisse Zeit
einstellen, dass er sich dieses Passwort speichern soll. Deswegen werde ich jetzt momentan nicht gefragt nach dem Passwort. Wie sieht es jetzt praktisch aus, wenn ich mit jemand anders eine verschlüsselte Mail schreiben möchte? Ganz einfach, ich gehe wie gewohnt auf Verfassen und habe jetzt einfach zwei zusätzliche Symbole zur Verfügung, die bei Ihnen standardmäßig, wenn Sie jetzt auf die 17.1 wechseln, noch in weitere drin wären. Aber ich habe sie mir jetzt mal hervorgeholt und dann kann ich jetzt an der Stelle mit dem einen kann ich das Ganze signieren und auch entsprechend verschlüsseln. Und wenn ich jetzt an jemanden schreibe, zum Beispiel an den Kollegen, ich kann, wenn ich will, da auch jetzt noch irgendeinen Anhang dazu geben. Das würde dann entsprechend in die Verschlüsselung mit einbezogen. Und wenn ich es jetzt versende, dann prüft die eGroupware an der Stelle auch wieder, gibt es diesen entsprechenden Schlüssel? Und wenn es ihn nicht gäbe, dann käme eine Warnung, dass er es an der Stelle auch nicht versenden konnte. Das heißt, als Beispiel, ich Ihnen einfach mal zeigen, wenn ich jetzt hier nochmal an den Kollegen schreibe. Und ich mache jetzt einfach mal eins. Ich wechsle mal hier oben auf das andere E-Mail-Konto und versuche das Ganze jetzt hier verschlüsselt zu senden. Dann sagt er mir jetzt entsprechend, dass diese Mail nicht versendet werden konnte, weil es kein entsprechendes Zertifikat, keinen Schlüssel zu dieser E-Mail-Adresse office@tutorial.igroupware.net gibt. Was kann ich machen? Naja, letztendlich kann halt meine Verschlüsselung rausnehmen und dann kann ich natürlich auch von dem Account senden. Standardmäßig ist es so, wenn Sie eine verschlüsselte Mail bekommen haben und darauf antworten, dann setzen wir automatisch auch die Symbole zum Verschlüsseln wieder. Wenn Sie eine signierte Mail bekommen haben, setzen wir automatisch das Signieren, damit Sie es nicht vielleicht aus Versehen vergessen zu signieren. Entsprechend. Ich sage jetzt mal mehr oder weniger ähnlich wie was sonst in der eGroupware auch haben, wenn Sie eine HTML-Mail bekommen und antworten, wird wahrscheinlich auch HTML verwendet werden oder wenn Sie eine Textmail bekommen, wird entsprechend Text verwendet werden. Das richtet sich also an der Stelle nach der Einstellung, die Sie in der eGroupware sonst auch nutzen. Gibt es dazu von Ihrer Seite noch Fragen? Bis jetzt keiner, bis jetzt meldet sich mal niemand. Sie können Ihre Fragen gerne auch später noch an info@igroupware.org schicken, falls Ihnen später was einfällt, was irgendwie unklar war. Ja, dann wären wir eigentlich beim letzten Thema. Das ist unsere Anwendertestphase. Ja, also für uns ist einfach wichtig, ich möchte noch eine Sache vorausschicken. Warum kann S/MIME sehr interessant sein? S/MIME kann auch sehr interessant sein, weil ich es vom Handy aus relativ einfach nutzen kann, über einen Browser drauf zu gehen. Wir sind an der Stelle, ich kann es Ihnen deswegen leider noch nicht live zeigen, hätte ich gerne heute gemacht, aber uns ist aufgefallen, dass wir den kleinen Punkt noch vergessen hatten. Sprich, an der Stelle muss Hardy noch mal ein kleines bisschen nachbessern, damit es auch von dem Mobilbrowser aus funktionieren wird, weil da haben wir ja spezielle Templates hinterlegt, die das ermöglichen. Aber das sind alles Punkte, die in der Testphase für uns wichtig sind. Einfach zu sehen, mehr Leute, die es benutzen, verschiedene, ich sage jetzt mal auch Arten, wie sie es benutzen, zu testen, zu schauen, funktioniert es mit dem Speichern, der Schlüssel, wo gibt es vielleicht Sachen, wo sie in Probleme reinlaufen oder wo sie sagen, na, es ist ein bisschen unbequem, wäre eigentlich schöner, wenn wir an der oder der Stelle noch irgendwas automatisch passieren würde.
einfach, dass wir so ein bisschen das Feedback kriegen, ist es so für ein Handling, wenn sie viel auch verschlüsselte Mails austauschen, ist das was, wo wir in dem Client jetzt eine gute Lösung geschaffen haben. Von daher, was wir Ihnen anbieten können, ist, wenn Sie uns einfach bei uns im Hosting, weil momentan es gibt noch keine Pakete für die 17.1, aber im Hosting können Sie gerne vorab schon testen. Wir würden dann eine Testinstanz auf unserem 17.1er Test-Tree entsprechend freischalten. Dort können Sie vollkommen frei schalten und walten, Ihr E-Mail-Konto, was Sie sonst auf Ihrer Echtinstanz haben, einrichten, Ihren echten Schlüssel hochladen und an der Stelle wirklich schon auch mal austauschen mit Kunden, funktioniert es, oder auch innerhalb von Ihrer Organisation einfach mal mit einem Kollegen austauschen und testen, ob alles für Sie so funktioniert, dass wir, wenn die 17.1 dann tatsächlich die ersten Pakete kommen, dass wir sagen, naja, wir müssen da jetzt nicht noch groß nachbessern, sondern wir haben im Prinzip im Vorfeld einfach schon einen großen Schritt getan, dass wir sagen, ja, sieht alles gut aus, funktioniert alles so, wie wir es erwarten und uns vorstellen. Sie bekommen dann neben der Testinstanz natürlich auch den Zugang zu unserem Supportcenter, sofern Sie nicht sowieso eGroupware-Kunde sind und den Zugang schon haben, und können uns dann einfach über ein Ticket die entsprechenden Rückmeldungen geben, wo Verbesserungen sind, wo Sie auch in Probleme gelaufen sind. Und dann werden wir das natürlich entsprechend beheben und einfach auch Ihnen wieder die Rückmeldung zurückgeben, sobald es behoben ist, dass Sie dann entsprechend weitermachen können. Gibt es Fragen zur Testphase, zur Teilnahme, wie es abläuft oder sonst noch irgendwas, was jetzt unklar war? Bis jetzt alles klar soweit? Gibt's keine Rückfragen? Was mich jetzt so ein bisschen einfach interessieren würde, aber natürlich können Sie auch gerne hinterher per Mail nochmal beantworten. Wer von Ihnen würde dann gerne an der Testphase teilnehmen? Sind jetzt alles Leute, die in dem Webinar dabei sind? Auch jemand, der nicht gerne eine Testinstanz hätte, um damit wirklich zu testen. Ich sehe gerade, dass hier noch eine Frage reinkommt zum geplanten Release-Datum. Hängt so ein kleines bisschen einfach auch an der Menge der Rückmeldungen, die wir jetzt bekommen. Zum einen zur Phase von dem Testen mit dem S-MIME, zum anderen aber auch, wir haben ja die Woche offiziell bekannt gegeben, dass wir auch eine Kooperation mit Collabora jetzt eingegangen sind. Sprich, mit der 17.1 wird es das Collabora Online in der eGroupware geben. Da wird ja auch unser nächstes Webinar zu stattfinden in circa 3 Wochen. Und sobald beide Testphasen so weit abgeschlossen sind, dass wir sagen können, an der Stelle, wir erwarten einfach, das ist jetzt stabil, das funktioniert, es hat die Sachen drin, die unsere Kunden oder unsere Tester auch für sinnvoll und nutzbar halten. In dem Moment wird es auch die ersten Release-Kandidaten geben und dann werden wir auch ein Release-Datum veröffentlichen. Zum jetzigen Zeitpunkt, ohne dass ich wirklich die Rückmeldung habe, einfach was denn vielleicht auch noch an Problemen und Fehlern gefunden wird, die über das hinausgehen, was wir selber beim Testen feststellen, ist es so, dass wir uns da noch nicht festlegen wollen. Aber natürlich auf jeden Fall noch dieses Jahr, so viel kann ich sagen. Ob es jetzt aber Ende Oktober oder Mitte Oktober oder Anfang November oder Ende November ist, das werden wir dann einfach noch entsprechend zurückgeben. Wann die Testphase beginnt, war das jetzt schon klar? Die Testphase kann sofort beginnen. Also im Prinzip, das S-MIME ist alles vorhanden. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist, schreiben Sie uns eine kleine E-Mail oder am einfachsten, wenn Sie schon eine Testinstanz haben, sagen Sie uns in der E-Mail, wie die Testinstanz bei uns heißt oder ob wir Ihre Instanz, die Sie haben, auf unseren 17.1er Test-Tree ziehen sollen, und dann können Sie sofort loslegen und können damit beginnen. Was ist zu testen? Im Grunde genommen ist es so, Sie können gerne auch andere Features von der 17.1 testen. Da sind wir jederzeit dankbar für. Aber
das, worum es jetzt hier an der Stelle heute geht, ist tatsächlich die Verschlüsselung, Importieren von Schlüsseln. Letztendlich, sobald wir sie auch entsprechend das auf dem Mobilen zur Verfügung haben, es auch mal mit dem Mobilbrowser zu testen. E-Mail an welche Adresse? Einfach an info@igroupware.org. Und wie gesagt, auch sonst, wenn Sie Feedback zur 17.1, zur neuen Version haben, einfach gerne dieses Feedback an uns zurückmelden. Wir freuen uns über alles Feedback, was kommt, damit wir da entsprechend einfach vor dem Release tätig werden können. Okay, ja, jetzt klar. Gut, hat sonst jemand noch eine Frage? E-Mail-Adresse bitte nochmal schriftlich. Ich kann sie. Ja, schreib es einfach mal in den Chat. Wir haben Laptops getauscht, das ist sehr schön. Ich wusste eben auch nicht, wie ich das Ad auf dem Mac erstelle und Eva hatte dafür das Problem, wie sie das Ad auf dem Windows-Rechner erstellt. Das ist ein leidiges Thema, aber wir haben es ja geschafft jetzt. Genau, an die info@igroupware.org. Also generell alle Fragen können Sie eigentlich dahin richten. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich sagen, wollen wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, Sie dann so in circa 3 Wochen hoffentlich auch bei unserem nächsten Webinar wieder zu hören und zu sehen. Ja, Dankeschön auch von mir. Wir haben es fast pünktlich in der Zeit geschafft. Danke Hadi, danke Birgit. Okay. Danke, dass Sie alle dabei waren. Und bis zum nächsten Mal.